Herzlich willkommen zurück. Wir sind bei Folge Nummer 2 von Call of Cthulhu, das Westchester House. Ich taufe es jetzt einfach mal so. Wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen. Ja, in Folge Nummer 1 haben wir den Auftrag gekriegt von der Sarah Westchester, ein paar Vorfällen auf ihrem Anwesen nachzugehen und gucken, ob dahinter eine Geistergeschichte steckt, von der sie überzeugt ist. Und wir sollen halt das abstellen, dass sie wieder ruhig nochmal 100 Jahre länger leben kann oder was auch immer sie vorhat. Die alte Frau, die ein bisschen, so eigen ist. Aber ihr werdet, habt sie schon kennengelernt und wir schauen mal, was wir jetzt noch rausfinden in Folge Nummer 2. Viel Spaß damit. Ja, ihr habt den Butler John, der euch durch Wirrungen und Irrungen dieses merkwürdigen Hauses zum griechischen Flügel eskortiert. Ihr seht Dinge wie eine Fensterfront auf der einen Seite von euch, hinter der allerdings eine feste Mauer nur zu sehen ist. Ihr seht eine Treppe, die erkennbar einfach an einer Wand endet, ohne Tür, an der ihr vorbeiläuft. Und krumme und schiefe Wände, seltsame Architektur auf jeden Fall. Verschiedenste Baustile auch irgendwie miteinander gemischt, verschiedenste Materialien miteinander gemischt. Immer teuer, aber handwerklich und planerisch Katastrophe. Das ist das, was ihr auf dem Weg seht. Und dann kommt ihr bei dem griechischen Flügel an, der euch begrüßt mit so einem großen, runden Empfangsraum, könnte man fast sagen, oder Gemeinschaftsraum, in dessen Mitte ein leider gesprungenes, aber eigentlich wunderhübsches Buntglasfenster prangt, das alle 12 Tierkreiszeichen einmal zeigt. Und John bleibt stehen und sagt, hier, die Herrschaften, das sind ihre Zimmer. Wir haben für sie geplant das Zimmer Ödipus, Europa und Diana. Und er deutet vor euch und sagt, das Ödipus-Zimmer befindet sich direkt rechts. Dann dahinter ist das Diana-Zimmer und auf der linken Seite gegenüber vom Ödipus-Zimmer ist das Europa-Zimmer. Die haben wir für sie soweit bereit gemacht. Falls Sie etwas brauchen, wie gesagt, das Klingelsystem gibt es hier. Sie sind natürlich frei, sich auf dem Grundstück umzusehen, mit allen zu sprechen, wie es Ihnen beliebt. Und wie gesagt, falls Sie sich verlaufen sollten, das Klingel- und Kommunikationssystem wird Ihnen da weiterhelfen. Es ist immer jemand zur Stelle. John, stopp. Hau mal nicht ab. Folgendes, wann gibt es Abendessen? Weil wir haben alle irgendwann Hunger, das ist wichtig. Mhm. Wie viel? Ich gehe es mal davon aus, dass es jetzt so, dass sich dem Nachmittag zuneigt, also 16, 17 Uhr, und er sagt, um 19 Uhr, 19 Uhr wird das Abendessen fertig sein. Schön. Wie lange arbeiten Sie schon für die Miss Lady Westchester? Ein halbes Jahr, Sir. Ein halbes Jahr? Das war noch nicht so lang. Das ist wahr, Sir. Dafür kennt er sich aber gut aus. Nun ja, ich... Ja. Aha, halbes Jahr. Ihr habt gerade von Sir ein gehört. Halbes Jahr. Okay. Also ein halbes Jahr. Ist Ihnen hier schon jemals etwas Ungewöhnliches passiert? Haben Sie Geister gesehen, Schritte gehört, die da nicht waren, hätten sein sollen oder ähnliches? Wenn Sie mich so fragen, dann habe ich tatsächlich, habe ich das nachts tatsächlich schon mal geisterhafte Lichter an Fenstern vorbei huschen sehen und tatsächlich auch, ich meinte, von dem Dach, auf den Dächern Fußtritte gehört zu haben. Aber immer, wenn ich nachgesehen habe, war dort nichts. Und war das ungefähr? Wann? Also, ja. Also, zuletzt tatsächlich, als ich ihre Zimmer zurechtgemacht habe. Also, heute? Ja. Und wann war das erste Mal, dass Sie sowas bemerkt haben? Vor zwei
Wochen, meine ich, was, Wochen? Ungefähr. Ja. Und wo ungefähr? Also in welchem Teil des Gebäudes? Also heute die griechischen Flügel. Okay, aber auch schon in anderen. Auch schon, ja, ja, ja. Auch schon in anderen Bereichen, wobei ich tatsächlich ausschließlich für den Flügel der Lady Westchester eingeteilt bin, da ich hier als Butler arbeite. In den anderen Flügeln, zu den anderen Flügeln der anderen Dienstboten kann ich Ihnen nichts sagen. Wissen Sie denn, ob es vor 2 Wochen größere Umbaumaßnahmen gab, besondere Umbaumaßnahmen, ob irgendwas... Nicht, dass ich wüsste. Hier ist alles immer der ganz normale Wahnsinn. Im Umbau, ja. Ja. Die Sprengung heute war etwas Ungewöhnliches. Ja, man hat auf einmal eine sehr große Baustelle, ja. Ruth erwähnte, dass es hier häufig Personalwechsel gibt. Ja, das ist in der Tat so. Entweder weil die Leute das mit dem Aberglauben, also vielleicht doch zu abergläubisch sind und das hier nicht mehr aushalten, oder weil die Lady eine ihrer Stimmungen hat. Wie viele Mitarbeiter... Gibt es aktuell? Eine genaue Zahl ist schwer für mich zu sagen. Wie gesagt, ich habe hauptsächlich mit dem persönlichen Dienstboten von der Lady zu tun. Ich würde allerdings schätzen, mit allen Bauarbeitern, Gärtnern, Hauswirtschafterinnen kommen wir sicherlich auf mindestens 150. Huch. Wissen Sie, wann der letzte gegangen ist? Vermutlich heute, Miss. Also es gibt doch durchaus... sehr häufig Fluktuationen hier. Allerdings. Gibt es eine Art Personalverantwortlichen hier, der irgendwie Buch führt über die Mitarbeiter, ehemalige Mitarbeiter? Ich bezweifle, dass dort genau Buch Schade. Geführt wird, ehrlich aber gesagt. Davon weiß ich zumindest nichts. Aber die Lady muss doch wissen, wie viele Leute sie bezahlen. Ja, wenn dann wird die Lady die Liste selbst haben. Ja. Ja, okay. Ich verstehe. Gut, ich danke Ihnen. Essen gibt's wo um 19 Uhr? Da müssen Sie den gleichen Weg wieder zurück, und aber nicht in die Richtung der Küche, sondern in die entgegengesetzte Richtung, geradeaus durch. Ja, okay. Wie gesagt, falls Sie können auch gerne mich von dem Gemeinschaftsraum hier klingeln, dann hole ich Sie ab, falls Sie sich unsicher fühlen sollten. Das ist sehr aufmerksam von Ihnen, ja. Wenn Sie sonst noch nichts mehr brauchen, würde ich meinen anderweitigen Verpflichtungen nachgehen. Ein Napf vielleicht für den Hund, ja, wenn er Durst hat und so. Ich werde das sofort veranlassen. Bestimmtes Futter, das er guckt runter zu Sir. Der Hund bevorzugt. Frisches Fleisch. Ich werde sehen, was ich tun kann. Vielleicht ist von dem Kochen ein bisschen was abgefallen, was man ihm geben kann. Aber bitte nicht so viel fettiges Fleisch. Das verträgt er nicht so gut. Ich werde dafür Sorge tragen, Sir. Danke. Bob, wieso verträgt er es nicht so gut? Er schlingt doch alles rein, oder habe ich das falsch mitgekriegt? Naja, wenn die schon alles zahlt, dann können wir ihm doch mal was gönnen, oder? Ja. Gut, okay. Gott, richten Sie sich in Ruhe ein, wir sehen uns dann zum, wir sehen Sie dann zum Dinner. Und er verneigt sich leicht und verschwindet. So, dann beziehen wir schnell unsere Zimmer und treffen uns dann in einem, um kurz den weiteren Plan abzusprechen, wie wir vorgehen. Ich würde vorschlagen, Bob und Sir, ihr teilt euch ein Zimmer, oder? Ich beug mich mal runter zu Sir. Na, Sir, bei wem willst du schlafen? Nicht bei uns, bei dir. Willst du bei Bob schlafen? Wuff. Guter Junge, dann gehst du mit Bob ins Zimmer. Okay. Passt du gut auf ihn auf. Er ist noch der Junge hier im Team, weißt du ja. Ja, wir machen das schon, oder? Du darfst doch bei mir im Bett schlafen, wenn du brav bist. Da freut sich jemand. Richtig begeistert. Wenn sie wieder Schwanz anfängt zu wedeln. Ich weiß ganz genau, dass heute Nacht 1 von 3 Zimmern nicht gebraucht wird. Wie gesagt, ihr habt, wenn ihr an diesem Buntglasfenster vorbeilauft, habt ihr rechtzeitig das Ödipuszimmer. Dahinter habt ihr das Diana-Zimmer und gegenüber von dem Ödipuszimmer ist das Diana-Zimmer. Die sind eigentlich alle gleich groß und gleich eingerichtet. Ihr seht nur
Wenn ihr in jedes Zimmer betretet, ne, schön eingerichtet mit dunklen Holzmöbeln, Parkettboden, Teppich, schwere Vorhänge, mit denen man auch, die man auch gut abdunkeln kann, so ein schönes Waschbecken mit so einer Karaffe, wo man sich Wasser eingießen kann, einem eingebauten Wandschrank und das Fenster ist ein wunderschönes Buntglasfenster, aber das sieht in jedem Raum anders aus. Im Ödipus-Zimmer seht ihr, wie Ödipus in Kampf mit einer Sphinx verwickelt ist und an deren Füßen bilden sich ganz viele Skorpione. Also ihr geht dann noch, okay, das korrespondiert mit dem Tierkreiszeichen Skorpion. Im Europa-Zimmer habt ihr Zeus, der Europa als in Gestalt eines Bullen erscheint. Und im Diana-Zimmer seht ihr Diana als eine Jägerin, also die Schützin. Das ist alles sehr so griechisch, Tierkreiszeichenmäßig. Also ich würde mein Diana- oder Tiana-Zimmer abhängen. Ins Tiana-Zimmer. Genau. Das dann ich gehe mit dem Sir nach Europa. Ich wollte schon immer mal Europa besuchen. Okay, dann lasst ihr das Ödipus-Zimmer. Warum will niemand das Ödipus-Zimmer? Was ist mit euch? Das heißt, ihr skippt den ersten Raum rechts und seid praktisch so schräg gegenüber dann voneinander in den Zimmern. Gut, als ihr da gerade eure Zimmer aufgeteilt habt und vielleicht auch gerade einmal wieder raus, steht plötzlich ein weiterer Butler im Raum. Oh, sie sind die neuen Gäste, nehme ich an. Und sie sind? Mein Name ist Archibald. Ich bin auch Butler hier. Ich habe Ihnen, wenn Sie sehen, er deutet auf die kleinen Beistelltische, die ihr im Zimmer habt, ich habe Ihnen ein paar Kleinigkeiten für den kleinen Hunger vor dem Abendessen bereitgelegt. Ich wollte nur einmal nach dem Recht sehen. Ich bin auch sofort wieder verschwunden. Nee, sind Sie nicht. Ah, okay. Archibald. Wie lange arbeiten Sie denn für die Dame? Ich habe erst ganz neu angefangen. Ein Monat etwa. Vor einem Monat. Und Sie finden sich hier gut zurecht, ja? Es geht, Sir. Es ist schwierig und herausfordernd. Ja, eigentlich, ja. Ja. Eigentlich hätte ich sie auch, glaube ich, auf das Zimmer bringen sollen, wenn ich mich richtig erinnere, aber ich war verhindert. Vor einem Monat, das heißt, sie sind so lange hier wie Franny und Liza, so ungefähr die zwei. Das ist das Medium, wenn ich mich richtig entsinne, korrekt? Richtig. Ja? Ja. Und? Musst du wirklich nachdenken? Ihr seid so misstrauisch, ey. Also, er musste wirklich nachdenken. Er musste wirklich nachdenken. Er war gerade so, du hast es in seinem Kopf förmlich rattern hören. Ich muss kurz eine Antwort an den Sir schreiben. Eine Sekunde, bitte. Dieser Sir. Das ist die Frage, warum musste er jetzt nachdenken? Das ist jetzt noch nicht ganz klar, ne? Okay, aber gut, er musste nachdenken. Ja. Ist Ihnen in diesem Monat, den Sie nun schon hier sind, etwas Außergewöhnliches passiert? Haben Sie irgendwas gesehen, gehört, erfahren, erlebt? Zerknurrt. Was es nicht geben sollte? Ich geh mal runter und tätschle Sir, Sir, ist alles gut? Guck da irgendwo hin, das würde ich erstmal schauen. Sir, musst du wieder aufs Klo? Hey, der guckt auf den Archibald. Dann würde ich den auch mal fixieren. Ich schüchte den auch mal ein. Ja. Okay. Also du hast ihn gerade. Sir fängt an zu knurren. Tia fragt, ob er was Ungewöhnliches erlebt hat. Und was machst du jetzt, Andy? Ich gehe einen Schritt auf ihn zu, schaue ein bisschen ernster und spann mal so ein bisschen meinen Oberkörper an. Entschuldigung, ich hab hier gerade frisch angefangen. Ich weiß gerade gar nicht, was sie von mir wollen. Ja, also die Dienstboten reden hier sehr viel über seltsame Geräusche und Töne und alles Mögliche. Aber ja, wie gesagt, ich bin neu hier. Ich weiß nicht, wie viel davon. Ich selber habe noch nichts so richtig Komisches erlebt. Ach so, wenn du doch nur reden könntest. Sehen Sie, Mr. Archibald, der Hund ist sehr freundlich. Und wenn der mal das Knurren anfängt, dann ist irgendwas oberfaul. So viel habe ich schon mitgekriegt. Deswegen... Vielleicht gefällt mir einfach nicht, wie ich aussehe oder gekleidet bin. Also das interessiert die normalerweise gar nicht. Ich habe auf jeden Fall nichts gegen Hunde und ich weiß auch nicht, warum er mich anknurren sollte. Und er guckt
Lächeln guckt, Dork beugt sich so ein bisschen zu dir ran und hält dir halt so ganz vorsichtig, so weil er Angst hat, dass du ihn schnappen könntest, aber hält dir so seine Hand zum Schnüffeln hin. Du kannst gerne einen Wurf auf Gefahrensinn machen, wenn du möchtest. Nee, läuft nicht. Es läuft bei ihm gerade gar nichts. Ich will gar nicht. Ja, der wirkt wie ein total lieber Kerl auf dich und auch sehr aufrichtig. Also ist halt wirklich so, also er will dir auf jeden Fall sehr eindeutig beweisen, dass es keinen Grund gibt, ihn anzuknurren. Wenn ich der ist mir ein bisschen zu freundlich. So auf einen knurrenden Hund zuzugehen. Naja, vorsichtig, ne? Er beugt sich ja lang und hält so ein bisschen die Hand hin, aber halt so zum Schnüffeln halt. Aber, ja. Du witterst nichts Seltsames an ihm und du hast dein Gefahrensinn sagt dir, dass der vertrauenswürdig ist. Fällt mir noch was an dem auf? Irgendwie an der Kleidung? Hat er irgendwas an sich? Es ist wirklich so eine klassische Dienstbotenkleidung eigentlich. Also, ja, aber er hat jetzt auch keinen Dreck an Schuhen oder irgendwie. Nein, gar nicht. Wirklich, das ist ein ganz klassisches Butler-Outfit, das er da trägt. Mhm. Archibald, haben Sie denn in den letzten, also in dem Monat schon irgendwelche besonderen Vorkommnisse hier in dem Haus bemerkt? Wie gesagt, nur das Gerede. Er beugt sich dann auch wieder von Sir weg, als er merkt, okay, der knurrt zumindest gerade erstmal nicht mehr. Also das Gerede von den Dienstboten habe ich natürlich mitbekommen, aber ich selber habe noch nichts Seltsames bemerkt, Sir. Mhm. Und mit der Liza Andrews oder der Franny Andrews hatten Sie noch keinen Kontakt? Nein. Im Medium und ihrer Mutter? Nein. Also jetzt, wie gesagt, ich weiß, dass die Miss Westchester ein Medium im Haus hat, weil sie eben sehr abergläubisch ist und dass dort auch regelmäßig Seancen abgehalten werden, aber ich habe damit nichts zu tun gehabt. In welchem Zimmer sind denn die beiden untergekommen? Wir hätten noch persönliche Fragen an die. Stellen Sie mir. Ich mache mal einen Intelligenzwurf. Ja, er ist neu. Ich mache einen Intelligenzwurf. Okay. Die sind auf jeden Fall in diesem Flügel untergebracht. Im zweiten Stock mittig ungefähr. Mhm. Dort haben sie ihre Zimmer. Wie viele Stockwerke hat das Haus? Also an dieser Stelle 2. Mhm. Woanders mehr oder manchmal auch weniger. Okay. Findet euch gerade auch im ersten Stock. Also ihr seid dann auch inzwischen eine Treppe hochgelaufen und befindet euch im ersten Stock. Ich habe noch eine Frage zu dem Abendessen heute Abend. Das ist jetzt nur für den engeren Kreis wahrscheinlich, ne? Also die Bediensteten werden da ja nicht zugegen sein. Wir Bediensteten essen selbstverständlich gesondert. Selbstverständlich, ja. Wir essen in unseren Räumlichkeiten. Wir bekommen auch nicht das leckere Essen von Ruth. Also nicht das. Also Ruth kocht auch für uns, aber nicht... Nicht das gleiche, weil das sie für sie kocht. Gut. Alles klar. Also was hat er uns denn da hingestellt? Er hat euch so eine kleine Variation an Gebäck, Törtchen, sowas. So Canapés. Also süß und herzhaft hingestellt. Okay. Sieht ganz fein aus. Ich würde mal noch warten, ob noch jemand Fragen hat, wenn der weg ist, dann. Bin ich entschuldigt, Sir? Ma'am? Auf jeden Fall. Dann wünsche ich Ihnen ein gutes Einrichten und viel Erfolg, was auch immer Sie hier tun. Und er macht Knicks oder verneigt sich so ein bisschen und geht. Läuft den Gang weg. Ja. Ich würde so einen Gebäckteller mal dem Sir hinhalten, mal gucken, wie er reagiert. Sir! Ja, riecht normal. Riecht mega geil, riecht es sogar. Ja, aber vielleicht isst er ja auch was, weiß ich ja nicht. Ja, das riecht mega lecker. Da ist auch so ein kleines, so leckeres Kanapé, wo so Leberwurst, so richtig feine Leberwurst drauf gestrichen ist. Ja, nee, ist jetzt so. Ist es dann nicht mehr. Das habe ich eingeatmet. Achso. Ja, genau. Also Wurst, Fisch, Käse und ansonsten halt so, und dann noch ein zweiter Teller mit halt so süßen kleinen Plundergebäcksachen. Sind wir dann alle in einem Raum? Also jetzt zum Quatschen sozusagen. In welchen Raum geht ihr denn?
können in den Ödipusraum gehen. Das Zimmer, das ihr leer gelassen habt. In dem ich offiziell schlafe. Ist doch in Andy sein so. Zimmer. Ja, ja, natürlich. In dem Andy offiziell schläft, natürlich. Natürlich. Ja. Mhm. Ja, ihr seid, ihr findet euch im Ödipuszimmer. So, was haltet ihr von der ganzen Sache hier? Ja, also noch. Es passt für mich, ich habe schon mein Bild. Aber Bob, fang du doch mal an. Was soll ich sagen? Das ist alles sehr suspekt. Ich meine, wir wissen alle drei, dass es keine Geister gibt. Aber Käfer. Ich dachte auch bis vor einem Jahr, dass es keine Monsterkäfer gibt, ja. Von daher. Aber Geister? Geister ist halt schon. Die Monsterkäfer und das, was auch immer da noch war, war ja zumindest real. Aber Geister? Ja, Geister. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber für mich hat diese Franny geschauspielert. Oh, sowas von. Und die Mutter erst. Ja, ja. Also das ist alles eine Show, die uns hier spielen. Nutznießer, Schmarotzer nutzen aus, dass die nette Lady an Geister glaubt. Ja, und dann, die kommen vor einem Monat und diese ganzen Lichterzeug, das fängt alles vor ein paar Wochen an. Das ist auch irgendwie komisch. Sehr auffällig. Aber wir müssen, also ich würde auf jeden Fall gerne rausfinden, warum, also mit welchem Hintergrund die das machen, weil offiziell stehen sie ja nicht im Testament drin. Ach, ist doch ein easy Job. Leichter verdient ist das Geld doch nicht. Ich wollte nicht fragen, wie viel die verdienen, aber ich denke, die werden nicht schlecht bezahlt. Aber was ist mit Ruth? Die war für mich aufrichtig mit ihrem Gregory Johnson. Naja, vielleicht ist es so eine Art Suggestion, die hier stattfindet, beziehungsweise psychischer Art, so von wegen, wenn du die ganze Zeit Geschichten hörst, dass es hier spukt, vielleicht glaubst du irgendwann selbst dran unbewusst. Könnte sein, ja. Und dann sieht man halt mal was, hört irgendwas. Glaubt ihr, dass dieser Archibald wirklich nicht die Franny und die Mutter kannte? Kann ich mir durchaus vorstellen, wenn es jetzt so viele Mitarbeiter gibt in so einem seltsamen Haus, aber wir sollten unbedingt rausfinden, ob es sowas wie eine Personalakte gibt, also ein Verzeichnis der Mitarbeiter, die kommen und gehen. Hm. Weil, was ich mir gerade denke, ist, wenn es wirklich so einen großen Mitarbeiterwechsel gibt, wer sagt uns denn, dass diese Franny und die Mutter nicht auch Mitarbeiter hier einschleusen, die quasi bei dem ganzen Laientheater mitspielen? Und halt die anderen Angestellten verarschen und halt die ganze Show inszenieren. Oder dass Mitarbeiter, die wechseln, vielleicht gar nicht wechseln. Nur offiziell Beispiel. Wechseln. Ja, weil sie noch eine Rechnung offen haben oder keine Ahnung was. Hm. Oder weil sie durchaus was mitgehen lassen wollen. Ich meine, hier gibt es ja einiges teures Zeug. Das also wir brauchen auf jeden Fall eine Mitarbeiterakte. Ja. Und ich würde gerne mal versuchen, eine Karte anzulegen, wenn wir uns hier im Gebäude aufhalten oder uns umherbewegen, damit wir uns im Ernstfall leichter zurechtfinden. Das wäre sehr gut, wenn du das machst. Genau, mach das mal. Und ich würde mich gerne mal noch in dem Zimmer umschauen, ob mir da noch irgendwas dran auffällt. Bevor du das tust, mach mir bitte einen Wurf, mach mal bitte alle einen Wurf auf Mana. Auf Mana? Mhm. Macht Mana. Mhm. Nee. Schwieriger Erfolg. Mhm. Kein Mana. Okay, Tia und Bob haben es nicht geschafft. Sir! Ja. Hast du was zu sagen? Mal um und denk mir nur so, verdammt, könnt ihr nicht endlich mal schlafen? Oder ich sag, verdammt, könnt ihr nicht alle mal ins Bett gehen, ich muss pissen. Das hört, ihr hört, also Tati, Tia und Bob, ihr hörtet, also ihr glaubt, dass einfach Sir gerade geredet hat. Was glauben wir? Ihr habt das gerade gehört. Aber dann ist auch schon wieder, also vorbei. Sir? Wurf. Ja, ich würde gerne mal wissen, was Sir an Archibald auszusetzen hatte. Genau, da wollte ich vorher drauf raus. Boah. Andy? Was denn? Andy, warte mal kurz. Hm? Sir, komm mal mit. Ich gehe mal mit ihm zur Toilette. Mhm. Komm mal mit. Ich komm mit. Geh mal da rein. Ja. Du hast keine Ahnung, was sie gerade haben. Ich lese in meiner Bibel. Ich gehe wieder raus und mach die Tür zu. Und lausche an der Tür.
Okay, es ist zu dringend. Ich setze mich jetzt auf die Schüssel, mach da rein. Hör ich irgendwas? Plätschern. Okay. Na, wenn du aktiv lauschst, dann hörst du Plätschern. Lausche. Ja, du hörst Plätschern. Bob? Benutzt er gerade die Toilette? Er benutzt gerade die Toilette. Und du hast auch gehört, dass er das gesagt hat, dass er aufs Klo muss, oder? Ich habe gehört, dass er gesagt hat, dass er aufs Klo muss. Ich schaue nach, wie viel ich getrunken habe, irgendwie. Man könnte meinen, dieses Haus macht Wahnsinn. Wieso benutzt der verdammte Okay, ich zieh dann die Spülung und kratze an der Tür. Das höre ich wahrscheinlich auch, ne? Ja, du hörst die Klospülung, ja. Also bevor ich die Tür öffne, hat er gerade gespült? Was ist das bitte für ein gut dressierter Hund? Der ist ja voll super. Wieso? Wo kommt denn das her? Aber also, das mit dem Spülen finde ich super, aber hat er geredet? Keine Ahnung, aber... Ich mach mal die Tür wieder ab. Mach mir mal einen Stabilitätswurf, während ihr da gerade so am fassungslosen Rumrätseln seid. Ich wahrscheinlich nicht, oder? Nee, du nicht. Ja, okay, wow. Schwieriger und extremer Erfolg. Jo, alles easy, ne? Ist alles normal. Alles ist okay. Realer als das Haus hier. Ist kein Grund, sich über irgendwas zu wundern. Also. Wenn. Sir? Geht's dir jetzt besser? Ich niese mal. Ich nehme Sir in den Arm und kuschel ihn und sag so: Sir, du benutzt ja die Toilette, du bist ein richtig guter Hund. Benutze ich schon die ganze Zeit. Das hört ihr nicht. Du bist so brav. Ich wusste gar nicht, dass du so gut erzogen bist. Bob? Hm? Er hat geredet. Können wir uns mal bitte wieder auf unsere Sache konzentrieren? Wer hat geredet? Was? Sir. Hat geredet. Sir hat geredet. Er hat geredet und die Toilette benutzt. Okay, also das interessiert ihn irgendwie weniger, dass er geredet hat. Also Hunde, du weißt, Hunde können eigentlich nicht reden. Ja, ich habe auch niemanden reden hören. Sorry, also... Andy. Hä? Ich habe es gehört. Definitiv gehört. Okay. Sonst hätte ich ihn nicht zur Toilette gebracht. Okay. Was hat er gesagt, dass er aufs Klo muss, oder was? Er hat gesagt, dass wir endlich alle schlafen gehen sollen, weil er aufs Klo muss. Es gibt noch Abendessen. Also er muss pinkeln. Okay. Er muss pissen, hat er gesagt. Ja, danke Bob für die Wiedergabe dieser Worte. Aber es schockt dich nicht, dass er das sagt. Wir haben beide anscheinend das Gleiche gehört. Stimmt, wir haben das Gleiche gehört. Ja, gut, das erörtern wir später. Ich muss da drüber nachdenken. Also. Ich wollte mich eigentlich umschauen. Ja. Du wolltest dich umschauen, ja, du wolltest dich umschauen. Im Zimmer, ob mir da irgendwas auffällt. Ich habe einen Erfolg gehabt. Du hattest schon einen normalen Erfolg? Ja. Ja, du guckst dich so ein bisschen um. Es sieht alles soweit normal aus. Ne? Du checkst das ganze Zimmer aus. Ja, eigentlich ungewöhnlich, fällt dir nichts groß auf. Du guckst auch so ein bisschen in den Wandschrank. Und auch da fällt dir irgendwie nur auf, dass der nicht so tief ist, wie er sein sollte. Also, so, weil so vom Abstand von, als ihr reingekommen seid, zum Raum, irgendwie ist er nicht. Ja, der Wandschrank müsste eigentlich tiefer sein, um diese ganze Wandraum auszufüllen. Ja, dann rücke ich den ab. Nee, das ist eingebaut. Das ist sowas wie ein begehbarer Schrank. Ach so, dann mache ich die Rückwand auf. Du schlägst die Rückwand ein, oder was? Ja, ich gucke da jetzt halt mal nach. Also willst du die Wand aufbrechen, meine ich damit? Weil das ist ja, eine ich mache... Das ist doch... Es ist eine Holzwand wahrscheinlich. Ich habe da wenig Hemmung. Die Frau, die renoviert eh ständig. Das ist der Scheiß egal, ob da ein Schrank kaputt ist mit oder nicht. Mit bloßen Händen? Nee, ich schau mal, was in unserem Koffer ist. Ich schau mich da ein bisschen um, während die über den Hund diskutieren. Guck ich mal. Das ist doch ein klassischer Fall für einen Glückswurf. Von Bob. Von Bob. Weil er die Scheiße gepackt hat. Ich habe an alles gedacht. Ein Schraubendreher drin ist. Ja, siehst du mal. Nicht klar. Zu glauben. Was wolltest du jetzt haben? Ja, irgendwas, was mit was ich... Nein, gar nicht sowas. Ich bin kräftig. Ich brauche einen Schraubenzieher. Dreher. Schraubenzieher? Wie, du das ist natürlich Schrauben, dabei. Willst du mit einem Schraubenzieher die Wand aufmachen? Das ist eine Bretterwand, oder nicht? Ja, okay. Von mir aus. Drück den da rein. Mach mir trotzdem bitte einen Wurf auf Stärke.
Ja, Stärke kann ich eigentlich. Ja, kann ich. Kannst du. Okay, ihr wisst nicht genau, was Annie macht. Ihr seid gerade so, oh mein Gott, hat Sir gerade gesprochen. Da hört ihr Bretter, Holz splittern und die Wand. Ihr, was macht der alte Mann jetzt? Er ist im BG-Bahnschrank und macht da irgendwas, was sehr laut ist. Ich gehe mal hinterher und versuche was zu finden. Wie Andy gerade ein Brett aus der Wand rausgezogen hat. Hinter Rückseite vom BG-Bahnschrank. Willst du, dass Sarah länger lebt, damit es hier eine Baustelle mehr gibt? Oder was ist hier dein... Genau, ich helfe der alten Dame. Und die Geometrie von dem Raum stimmt nicht. Und was ist mit den Räumen davor? Da stimmt's auch nicht. Aber hier uns wurden drei Zimmer zugewiesen. Der Hund hat geknurrt. Er redet angeblich noch. Ich weiß, du bist ein rationaler Mensch, also glaube ich dir das, dass du das gehört hast. Ich weiß nicht, ob ich mir das selber glaube, aber. So, und dementsprechend schaue ich halt mal, was hier ist. Und wie gesagt, hier irgendwas kaputt zu machen, das wird die Alte nicht jucken. Nee, das nicht, aber ja, dann mach mal. Ja, was sehe ich denn dahinter? Du machst das eine Brett weg und du siehst, dass da scheint noch ein anderer, kleinerer Raum zu sein. Ja, dann mache ich auf. Dann mache ich die Rückwand raus. Okay, du hebelst dich da durch. Nach und nach reißt du diese Bretter nach und nach weg, bis groß genug ist, dass du durchpasst. Ja, und du stehst in einem weiteren Raum. Wie gesagt, ein bisschen kleiner als der, in dem ihr gerade seid. Aber ähnlich eingerichtet und tatsächlich auch noch mit so einem Buntglasfenster, das offensichtlich der Waage gewidmet zu sein scheint, wo man eben auch Zeus, oder ne, würdet interpretieren, dass es Zeus ist, der da abgebildet ist, der eben so eine Waage in der Hand hält. Ist das jetzt aber ein normales Zimmer oder was? Das ist jetzt kein Zwischenraum? Oder? Also es ist ähnlich eingerichtet wie das Zimmer, in dem ihr seid, aber halt so, also genau, es scheint einfach irgendwie dicht gemacht, also die Tür und es scheint irgendwie dicht gemacht worden zu sein. Und in dem Zimmer selbst, es sieht auf jeden Fall nicht verstaubt oder gar unbewohnt aus, sondern ihr seht tatsächlich so ein bisschen Kleider rumliegen, sind ein paar Essensvorräte da drin. Und es gibt nur bei dem Spiegel liegen auch so ein paar Schminkutensilien und Perücken rum und so. Nach wem riecht es denn hier? Ich schreibe dir das, glaube ich, mal privat. Perücken? Ja, Perücken. Lange Haare, kurze Haare? Alles Mögliche. Alles möglich, bunt gemischt. Verschiedene Farben, verschiedene Längen, aber hauptsächlich Herrenfrisuren. Ist in dem Raum auch noch ein Schrank oder eine Tür? Da ist auch wieder so auf der, also so spiegelseitig ist auch noch so ein Wandschrank, aber da ist nichts Besonderes. Ihr dürft mir aber gerne einen Wurf auf Verborgenes erkennen machen, wenn ihr euch den Raum genauer anschaut. Kritischer Erfolg. Eine Eins. Oh. Wow. Ich rieche mal an den Klamotten und fange wieder das Knurren an. Ja. Was du findest, so mit einem Griffgefühl, du gehst zum Bett, irgendwie greifst, als hättest du es geahnt, unter das Kissen und du greifst ein... Jetzt muss ich dir gucken, was ich da... Ja. Und du greifst einen irgendwie aus einem Buch rausgerissenen Zettel. Ich habe dir eine Tagebuchseite von 1906 freigegeben. Du kannst die gerne einmal vorlesen. Ja, das werde ich tun. Einen Moment kurz. Eine Tagebuchseite von 1906. Zeus Zimmer. 5. April 1906. Ich kann es kaum erwarten, bis das vorbei ist und ich Beth vor dem Mann schützen kann, der ihr Unrecht getan hat. Vielleicht kann ich den Austausch an diesem Samstag vornehmen, wenn Connington Miss Milestone besucht. Beth hat die Hoffnung aufgegeben, dass Connington sie jemals heiraten würde, aber es tut ihr immer noch weh, wenn sie sieht, wie er sich mit einer Frau umgibt, die Beth nicht das Wasser reichen kann. Vielleicht denkt er, dass er genug gegeben hat, da er ihr seine Bastardtochter geschenkt hat. Die kleine Frances? Frances soll das eigentlich heißen. Frances
ist ein so aufgewecktes und hübsches kleines Mädchen, wie ich es noch nie gesehen habe, aber Connington will nichts anderes als eine Brut von pferdegesichtigen Belgern mit Angina Milestone. Kein Wunder, dass Beth ihr Los mit mir geteilt hat. Ich schätze, sein Verlust ist mein Gewinn. Ramsay hat sich in letzter Zeit für meine Arbeit interessiert. Der denkbar ungünstigste Zeitpunkt, ganz normal für diesen Holzkopf. Was haben wir gerade für ein Jahr? Ja, ich habe 1921. Danke. 15 Jahre. Oder? Mhm. Ja, vor 15 Jahren ist auch dieser Gregory Johnson gestorben. Waren das 15 Jahre? Franny ist 16, also. Und da wird ja irgendwas von der. Frances geredet. Von der Frances. Von der geschenkten Bastardstochter gesprochen. Die jetzt höchstwahrscheinlich in Frannys Alter sein müsste. Und unser Sir Knut wieder, wie vorher bei dem anderen Typen, Archibald. Andy, willst du mal gucken, ob bei dem Schrank gegenüber auch ein Raum dahinter ist? Du kannst ja erstmal an die Bretterwand klopfen. Nee, bei dem Schrank gegenüber kommt ihr dann wieder in das Ödipuszimmer zurück. Da kommen wir gerade raus. Aus dem Schrank gegenüber kommen wir gerade raus. Ich würde, aber das war ja ein kritischer Folge, also ich habe das gefunden, ich würde mich trotzdem noch weiter was ich da. Weißt du was, für den extremen Erfolg kriegst du noch was anderes. Das will ja gar nicht so sein. Moment. Du findest noch einen Zeitungsartikel, der da irgendwie auch unter den Unterlagen irgendwo mit ein rausgeschnittener Zeitungsartikel. Darfst du direkt wieder vorlesen, weil du das gerade schon so schön gemacht hast. Mhm. Fälschung aufgedeckt, $1,000 für die Rückgabe des Originals. San Francisco, Gotthard Haley, Kurator des San Francisco Museums of Fine Arts, gab bekannt, dass die Kopie von Der Jäger als Fälschung entlarvt worden ist. Bei der Reinigung des Bildes für die Ausstellung wurden die Experten misstrauisch und führten den Schwarz Howard-Test durch, der ergab, dass Pigmente verwendet wurden, die vor 1890 nicht erhältlich waren. Das Ölgemälde wurde dem Museum im Februar dieses Jahres von Rose Connington von der Connington Foundation for the Advancement of the Arts gestiftet. Frau Connington erklärte, dass Frances Connington, ihr verstorbener Cousin, das Gemälde beim Kauf beglaubigen ließ, dass sie aber, seit sie Der Jäger nach seinem Tod geerbt hatte, das Gemälde häufig an Museen zur Ausstellung ausgeliehen hatte und daher keine Ahnung hatte, wann die Fälschung mit dem Original ausgetauscht worden sein könnte. Unsere langjährigen Leser werden sich vielleicht daran erinnern, dass Gregory Johnson, ein lokaler Künstler, 1906 Frances Connington bei einem erfolglosen Versuch, dasselbe Gemälde zu stehlen, ermordete und bei seinem Widerstand gegen die Verhaftung durch Charles Quill, einen ehemaligen Mitarbeiter der Polizei von San Jose, getötet wurde. Das Museum und die Connington-Stiften haben gemeinsam eine Belohnung von $1,000 für Hinweise ausgesetzt, die zur Rückgabe des Originalgemäldes führen. Beth ist die Ex-Geliebte von diesem Connington. Wahrscheinlich die Beth hier in der Küche. Hieß die Beth? Die hat eine Ruth, oder? Die hat eine Ruth und eine Edith. Ach, eine Edith. Ach, schade. Aber also bis jetzt nur uns den Namen Franny bekannt vor, oder? Also die 16-Jährige. Passt doch vom Alter und wer weiß, ob leiser ist, ne? Entschuldigung, Liza Andrews vielleicht. Liza mit ersten Namen Beth. Ja, und Connington oder was? Oder wie war das? Nee, das war ja die Ex, sozusagen. Irgendeine Ex-Geliebte oder so. Connington hat ja dann anscheinend eine Rose geheiratet oder so, oder? Das war der Cousin. Es sind so Schachtelsätze, die muss man erstmal checken. Ja. Er hat eine Angina Millstone geheiratet. Connington hat Angina geheiratet. Habt ihr nicht gehört? Was? Alle was? Haben wir das jetzt gehört oder nicht? Er hört wieder irgendwelche Geräusche von sich geben, irgendein Fiepen oder so. Okay, also. Oder ungeduldiges Geräusch. Aber
Der Connington, ist es der Francis Connington, also der Cousin? Ja. Und der hat die Angina Milestone geheiratet? Ja. Und die Erbin ist die Rose Connington. Das ist die Cousine. Das ist die Cousine von ihm. Mhm. Und seine Bastardtochter ist Frances, die er ja. Beth gegeben hat. Wenn Franny Frances ist, ist Liza Beth. Ja. Und dieses Bild könnte wurde sein. Hier ursprünglich mal geklaut. Von jemandem, der tot ist und heute in der Küche erschienen ist. Ja. Und hier liegen Perücken. Also, bei Artikel steht, dass es ein fehlgeschlagener Diebstahl war. Ja, ja, also es ist geklaut worden, dabei ist der gestorben, der heute in der Küche war, angeblich. Mhm. Das heißt, das Bild war vielleicht nie weg und ist vielleicht noch hier. Auf dem Gelände. Und vielleicht wollen die das zurückhaben, weil sie glauben, das ist ihr Eigentum. Ja, vielleicht oder? Ist hier jemand auf der Suche nach diesem Gemälde und deswegen Schritte auf Dachböden, Lichter von irgendwelchen Kerzen, Lampen, Leuchten, sonst was in der Nacht, damit es nicht auffällt. Mhm. Wurf. Wurf? Ja, Sir. Kannst du, Sir, sag halt was. Recht. Wir haben dich doch schon gehört. Du kannst doch einfach reden. Sir, stimmt uns einfach nur zu. Ach, du meinst, er stimmt uns einfach nur zu? Na klar. Das war ein zustimmendes Ja sagen. Was sagt die Körpersprache? Klar, einmal für Ja, zweimal für Nein. Vielleicht ist ja Liza auf der Suche nach dem Bild. Oder sie hat irgendjemanden dabei. Archibald. Oder Archibald macht die Drecksarbeit und sucht das Bild, weil er was auch immer. Ja, so Archibald können wir uns ja nochmal vornehmen. Ja, mit dem scheint ja irgendwas nicht koscher zu sein, oder, Sir? Wurf. Also dann gehe ich mal davon aus, dass das jetzt auch ein Jahr ist, wenn Bob gesagt hat, es gerade war ein Jahr. Wer weiß. Aber es... Warte. Sir... War Archibald in diesem Zimmer? Ja. Bleiben wir bei der Logik, es ist ein Ja. Es ist Archibalds Zimmer. Ja, das, davon gehe ich aus. Aber wozu braucht ein normaler Angestellter so viele Perücken? Ja, das ist sein zweites Zimmer, dem er sich zurückzieht, umzieht, um irgendwelche Dinge zu machen. Um sich jetzt Gregory Johnson auszugeben und in der Küche aufzutauchen. Vielleicht. Mhm. So, genau, wie viel. Da lagen ja schon Perücken. Es gibt eine. Hatte sie Gregory Johnson beschrieben? Nee, hat sie nicht direkt. Ich habe da nicht nach einer konkreten Beschreibung gefragt. Vielleicht sollten wir mal fragen. Mhm. Vielleicht passt hier eine Perücke. Mhm. Es würde mich sehr interessieren, ob eine da ist, die passen würde. Der heißt bestimmt Archibald Johnson, oder? Das Zeus-Zimmer hat überhaupt keinen Ausgang, oder was? Nee, das scheint komplett zugemacht worden zu sein. Aber er muss ja irgendwie, reinkommen. Durch den Schrank ja nicht, weil das war... Ich hab's ja ein Fenster. Wir haben ein Fenster. Okay, ist das offen? Das lässt sich zumindest öffnen. Okay, kann man das auch von... Also das ist jetzt nicht verschlossen so von innen zu, sondern du kommst von außen wieder rein, wenn du willst. Ja, also wenn du dir das Fenster anguckst, du siehst schon, dass es halt praktisch so geschlossen wurde, dass man es aufdrücken kann. Und was ist außen? Also ist außen oder ist außen ein Gang? Das ist ein Vordach. Wie praktisch. Von da aus kommt man überall wahrscheinlich, also halt relativ schnell überall hin. Man geht einfach woanders wieder rein als Archibald. So, wir sind jetzt durchs Ödipus-Zimmer durch. Daneben war das Diana-Zimmer. Genau, also über den Gang einmal rüber ist das das Europa-Zimmer und das Diana-Zimmer ist neben dem Ödipus-Zimmer. Okay, gut. Und Europa ist gegenüber. Und von dem Schnitt her ist es auf der Seite des Europa-Zimmers, ist da auch noch irgendwie sowas komisch zugemauertes, wenn ich mir das mal so... Also wenn ihr euch das genau dann jetzt vom Grundriss abgleicht habt und das Europa-Zimmer anguckt, fällt euch auch auf, dass da wieder zu viel Platz ist. Okay. Tja. Ja, dann schauen wir doch da auch mal, oder? Ja, jetzt ist die Frage, ich würde gerne... Der Schrank, aus dem wir gerade rausgekommen sind, sieht der benutzt aus?
Inwiefern? Naja, dass da Klamotten drin liegen. Was ich vermeiden möchte, ist, dass wenn, nehmen wir mal an, es ist Archibald, da gehen wir gerade von aus, wenn der zurückkommt und wir sind da gerade nicht da, dass ihm dann halt gleich auffällt, dass er aufgeflogen ist. Du hast die Wand aufgemacht. Ich habe den Schrank aufgemacht, durch den man dann in das Zimmer kommt. Deswegen frage ich, ob er diesen Wandschrank benutzt oder ob, wenn die Schranktür zu ist. Also sagen wir es so, du brichst durch die Wand durch und dann ist auf dieser Seite kein Wandschrank, sondern einfach Wand. Okay. Das heißt, wenn der in dieses Zimmer reingeht, dann sieht er das. Okay, alles klar. Dann können wir ihn auch richtig hart provozieren. Ich würde mir eine von seinen Perücken mal nehmen. Ja. Und die dann aufsetzen sozusagen. Dann später, jetzt noch nicht. Eine spezifische? Eine die auffälligste. Die auffälligste, ja. Das ist dann eine mittellange mit roten Lock. Sehr gut. Bob? So sah ich vorher auch definitiv nicht aus, also insofern würde ich die mitnehmen. Was ist denn los? Du zeichnest gar nicht. Ich bin überfordert, was soll ich denn hier zeichnen? Soll ich denn eine zerstörte Schrankwand zeichnen? Vergiss es. Ich dachte, du entspannst dabei und irgendwie hilft dir das beim Fokussieren und es kommt noch irgendwas. Okay, egal. Passt schon. Hast du eigentlich mitbekommen, dass unser Hund geredet hat? Nein, habe ich nicht mitbekommen. Du hast es scheinbar auch gehört. Ich habe mitbekommen, dass er auf dem Klo war, ja. Okay, gut. Findest du das? Bitte? Wie findest du das? Ich akzeptiere es, als scheinbar ist es passiert und ich bin gespannt, was noch passieren wird. Okay, also wir haben hier den guten Archibald, der da mit drin hängt, aber ich würde gerne jetzt auf der anderen Seite mir das auch nochmal anschauen, weil jetzt haben wir ja schon den Verdacht, dass in dem Europazimmer auch irgendwas nicht stimmt. Das heißt, ich würde da nochmal rübergehen und da halt auch mal den Schrank aufmachen. Ja, könnte also ein sehr kurzer Aufenthalt werden. Ich glaube, jetzt. Mit dem Wissen, dass du, also mit der Erkenntnis, dass du gerade schon einmal so die Rückwand aufgebrochen hast, siehst du, es ist nicht, hier musst du die Wand nicht so aufbrechen, sondern dass da irgendwie scheinbar die Rückwand ausgetauscht wurde durch so ein Stück Pappe oder so ein ganz dünnes Stück Sperrholz, was du einfach so zur Seite schieben kannst. Und da drin ist einfach so ein kleiner Crawl Space, ein kleines Versteck, kann man sagen. Also das ist nicht so, als ob da drin jemand lebt, das ist auch viel zu klein. Also der Raum ist wirklich nochmal kleiner als dieses Zeus-Zimmer, in dem ihr gerade wart. Und da ist auch kein Buntglasfenster mehr, sondern da ist einfach so direkt Wand. Also das Fenster scheint man irgendwie entfernt zu haben. Und wir sehen noch die Öffnung des Fensters, aber direkt gemauerte Wand angrenzend. Genau, und da drin sind aber so auch so ein paar Decken und irgendwie siehst du noch in der Ecke liegt so eine Lampe. So eine Öllampe, die man zudrehen kann, halt entzünden oder halt nicht. Aha. Also sieht einfach so zum Versteck aus. Und die einzige Möglichkeit, da reinzukommen, ist das Europazimmer? Ist durch diese Rückwand. Durchs Europazimmer. Gibt es noch eine andere Möglichkeit, wie man in diesen Raum reinkommt? Nein. Nein. Ja, gut, okay. Eine Öllampe. Gut, haben wir eine Lampe, wenn es dunkel wird. Das passt ja schon mal, aber... Ja, gut, ihr habt generell überall auch stehen auch so Kerzenleuchter. Okay. Und so, dass man... also das Haus hat auch viel Elektrik, aber halt dann auch nicht überall, ne? Ja, wie wollen wir... Wir wollen Archibald konfrontieren, oder? Mal gucken. Ja, aber vielleicht sollten wir vorher noch Francis und Beth besuchen. Du meinst, wir reden leiser, einfach mal mit Beth anschauen, wie groß die Augen werden. Ja, okay, das könnten wir aber auch beim Abendessen machen. Ja, dann warten wir doch aufs Abendessen. Das müsste ja bald soweit sein. Das sind die bestimmt auch bald. Die Sache ist, ich möchte eigentlich nicht, dass Archibald merkt, dass er aufgeflogen ist. Ich glaube auch, wir sollten möglichst lange noch undercover bleiben. Wenn wir das Fenster von innen schließen, kommt er nicht rein. Außer er läuft durchs Ödipuszimmer durch die aufgebrochene. Kann man das nicht absperren? Doch. Nee, könntest nur von innen. Mach mal einen Glückswurf. Ob da Schlüssel vorhanden sind oder ob das nur so, dass man die von innen verriegeln kann, wenn man drin ist. Mhm. Ja, es ist ein Schlüssel da. Ich würde einfach sagen, wir schließen unser Zimmer ab. Es ist ja unser gutes Recht, unser persönliches Hab und Gut zu schützen. Und das Fenster machen wir halt zu.
Vielleicht hat es sich verzogen. Ich meine, das Haus ist hier krumm und schief. Vielleicht wittert er noch nicht sofort Verdacht. Ja, oder er bricht es dann auf oder was, weil sein Zeug da drin ist. Keine Ahnung. Ist jetzt halt die Frage, ob er da gleich zurückkehrt. Zumindest wenn wir beim Abendessen sind, weiß er, wir sind nicht da. Und wir haben ihn ja schon ein bisschen eingeschüchtert vorhin. Ist halt die Frage, ob wir uns aufteilen. Können uns auch aufteilen. Meint ihr, wir sollten uns aufteilen bei dem Haus, wo wir uns nicht wirklich gut auskennen? Das ist halt tatsächlich ein bisschen, ja, mutig. Wieso, ihr geht zum Abendessen und ich bleib in dem Raum. Mir geht's nicht so gut. Ich hab mich hingelegt. Und du wartest darauf, dass Archibald zurückkommt? Ja, vielleicht steigt er durchs Fenster. Mhm. Dann ist er fällig. Wenn nicht, dann, ihr müsst dann halt allein die gute Leiser konfrontieren. Oder wir machen das nach dem Abendessen, wie auch immer, überlasse ich euch, aber ihr seid da fähig genug. Also. Also du würdest lieber hier auf den Archibald warten. Kann auch sein, ich hocke hier noch rum und nur rum und der kommt gar nicht, ne? Kommt halt nicht, ja. Wir können doch auch nach ihm schicken lassen. Ich fände es halt geiler, wenn er hier reinsteigt, aber das ist halt die Frage, wann passiert das nächste Mal, ne? Mhm. Weil heute hat er auch schon seinen Auftritt gehabt, wir können auch nach ihm schicken lassen und ihn dann halt nochmal damit hinnehmen. Nur dann wissen wir halt, wir könnten zumindest mal bei der Lady nachfragen, ob sie uns Archibald vorbeischicken kann. Ob sie einen Archibald wirklich kennt. Ich glaube, der Punkt ist, wenn wir beim Abendessen sind, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass er was macht, weil er weiß, dass die Zimmer frei sind. Weil wenn wir irgendwie uns auf den Zimmern aufhalten, dann könnte er Angst haben, dass man ihn hört, während er in diesem Nebenzimmer rumhantiert. Und ich glaube aber, wenn er sich in Sicherheit wiegt, dass wir quasi beim Abendessen sind und die ganze Meute versammelt ist, dass er dann irgendwie seine Show abziehen könnte. Oder sich vielleicht vorbereitet auf seine nächste Show, wer weiß. Ja, können wir probieren. Ich meine, es ist ein Abendessen. Ihr könnt euch ja überlegen, ob er die Leiser anredet oder nicht. Und wenn es irgendwie Stress gibt, dann schickt er mir Sir vorbei. Das kriegt Sir doch hin. Ich schau mal zu Sir runter. Ich kriege schon mal unter das Bett von ein Zeus Zimmer. Ach so, Sir will hier bleiben. Okay. Gut. Bob, dann gehen wir doch erstmal zu Lady Westchester noch schnell vor dem Essen. Mhm. Fragen Sie nach irgendwelchen Personalakten, notfalls nach Archibald, um zu gucken, ob sie weiß, wer das ist und ob es vielleicht wirklich Aufzeichnungen gibt darüber, wer hier also alles ein- und ausgehen darf, wer Geld bekommt dafür, dass er hier ein- und ausgeht und so weiter. Sehr gute Idee. Und ihr zwei wartet hier. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ja, und dann sehen wir uns nach dem Abendessen wieder. Spätestens nach dem Abendessen. Spätestens. Was die Dinge für Wendungen nehmen. Genau. Yeah, split the groove. Ja. Und das ist ja eigentlich ein sehr guter Punkt, um die Folge zu beenden, finde ich. Ist ein sehr guter Punkt. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Macht's gut. Tschüss. Ciao.